willkommen hier. Es war eine Folge hier bei Keller Trupps. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Nacht gut überstanden und seid gut reingerutscht. Möglichst unfallfrei. Ich werde nochmal zum Feld rausfahren und dort nochmal Dünger geben. Feld. Im Besitz. Feld 3. Ist mittelmäßig gedüngt, das muss noch was rein. Und Feld 4 ist das gleich in Grün. Da fehlt sogar Kalium recht viel. Ne? Also das ist noch ausbaufähig. Ich werde nochmal 350 Kilogramm geben. Oder mal gucken. Gehen wir gleich rein. Und wir werden das mal ein bisschen mehr. Ja, das ist der Verkehrstraktor, ne? Das ist der. Wieder verkehrt. Ich habe mir zwei Traktoren. Der eine hat ein bisschen mehr PS. Der hat 180 und der nur. Kommen gar nicht jetzt rein. Gut, dann müssen wir den kurz wegfahren. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Wenn er nur einen rein will. Ich habe den Traktor erst hergefahren mit dem Gedanken, na, könnte ja sein, dass wahrscheinlich da noch Regen kommt, ne? Und dann dann schlafen hat er auch wegen also vom Geräusch von Lagerwegen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Wir gehen gefahren. Gut, da steht er. Soll eigentlich normalerweise ja steigen war gewesen, ne? So aussteigen, das klappt. Da haben wir jetzt eingestiegen bekommen, ne? Ja, ich habe noch ein Gewicht von Händler so liegen, also hätte ich mit anbauen können. So, jetzt kommt auch rein. Und starten. Dann den Punkt ändern. Und zwar muss ich mal ganz kurz meine Felder suchen, ne? Bei der BGH. Bisschen doch ungünstig gewählt, ne? Waren es die Felder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Geht was verrückt. Das kann man nicht mehr erkennen. Wie sahen die aus? Besitz 3. Dann machen wir hier einen Punkt. Das war mal gucken. Das muss die BGH sein. BGH oder BGH. Da fällt 5, ne? Gut. Da, die beiden Felder sind doch hier. Das müsste sein. Eigentlich schon. Fahren wir einfach los. Erstmal die Straße. Und dann gehen wir Automatik rein. Ja, da hast du ein Sägerät hier mit Dünger und so. Bin mal gespannt, auch richtig fahren. Ich muss mich an der Karte noch gewöhnen, wo genau die ganzen Händler sind und ja, die von A nach B kommen. Ne?
ja, die Karriere mal gespannt, weil die Teile gewachsen ist. Wie das spät ist, ne? Also Juni. Oh, wir haben Mitte. Ende Mai haben wir jetzt. Okay, das macht natürlich Sinn. Von Juli ungefähr sind wir bald 100 Tage haben wir geschrieben. 100 Tage werden 3 Monate. Und ein paar zerquetschte. Natürlich sind abhängig von der Witterung. Und wenn es extrem trocken ist, wird die Getreide auch gerne erst frühreif, also notreif kann man sagen. Und dann hätten wir mit Dünger keine Chance mehr, ne? Wenn es schon reif wäre. Ne? Aber Mitte Mai ist eher nicht der Fall. Also Juni, Ende Juni meistens. Ich wollte Düngereingabe eingeben, das können wir eigentlich schon machen. Und zwar wollte ich ein bisschen mehr geben, und zwar 350. Oh, wir haben 400 Gramm, dann sind wir auf 400. Gehen wir auf 425, weil der Kiemelbehälter vielleicht leer. So. Das Schöne ist, die Nachbarfälle sind noch nicht bestellt. Aber was Gutes, ne? Müssten wir Kleinfeld anfangen, weil da habe ich den Kurs, müsste noch passen. So, angekommen sind wir. Jetzt geht es zum Punkt hin, wo wir vorher waren. Die Spuren nur noch zu sehen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das werden wir gleich mal anschauen. Von dichten, dann steigen wir kurz aus. Also hier muss ich mich dran gewöhnen, ne? Das ist nicht so einfach. Das ganze System ist ja ein bisschen anders. Wenn man so schaut, ich gehe mal hier. Ja, da muss er immer umstellen, ne? Ja, ist schon ein bisschen gewachsen. Ne? War alt war gewesen, kann man sehen, ja, kann man nicht sehen. Schon mal eher angesetzt, ne? Ja, das ist noch mal gut gewachsen. So, laut Liste für Dünger im Besitz, gucken wir gleich. Ja, das ist ganz gut aus. Feuchtigkeit ist auch, naja, im Wachstum bei knappe 40%. Achso, 150 Tage, okay. Ja. So, gut. Das heißt, wir machen immer Automatik. Und jetzt ist voll alleine gefahren. Merkt man, ne? Sieht man auch, ne? Aber das macht ja nichts. So, 42 Meter. Dann mal wieder anschalten. Wir müssen ja ein bisschen düngen, da nützt ja auch nichts. Sonst haben wir hier ein kleines Problemchen. Ne? Das soll ja möglichst viel Ertrag bringen. So, wenn wir Gas wegnehmen. Und draufstellen natürlich. Dann hat er mir doch hier ein bisschen zu wenig gedüngt. Kurz gucken. Die letzten Meter müssen wir nachdenken. Das ist wieder zu wenig. Ne? Dann fahren wir rückwärts rauf. Da kann man genau sehen, da ist heller. Und da nur nachdenken. Da gibt es auch nichts. Mache ich ja zu wenig. Die Natur möchte eigentlich nicht zu viel gedüngt werden, aber dann fällt schon, ne? Denn was wir runterholen, müssen wir wieder aufbringen, ne? Dann Mineralstoffe, ne? Wenn eine Pflanze wächst, dann braucht ihr etwas.
Und wenn wir das entsprechend abernten und wegfahren, ist ja der Nährstoff ganz verschwunden. Eine freie Natur wäre das nicht notwendig, da würde ich ja verrotten und die Nährstoffe im Allgemeinen wieder zurückkommen. So ungefähr jedenfalls. Junge, Gas geben. Ob er das automatisch einstellt, denkt man schon. Hoffe ich mal, ne? Aber so groß und ganz sieht gut aus. Da hinten ist er. Das kann man genau sehen, wo es nicht zu wenig drin wird. Ja, genau. Wo der Streifen nur weniger ist. Ne? Also, Erfahrungen gemacht, wenn man entsprechend eine Sattelheit anschaltet. Jetzt darfst du, aber die andere Richtung. Die andere Richtung. Die andere. Da lenkt ja automatisch. Das ist schön dabei. Das Zelt ist gut. Aber wenn du hinfährst, musst du extra ausschalten. Mach ich auch nicht. 11 Grad, das ist nicht warm, ne? Nur 48. Ja. Feststoff, Dinge. Ja, später müssen wir nachher noch Anhänger kaufen, Anhänger. Den Drescher und die werden wir uns entsprechend ausleihen. Für einen Tag, bis drei normalerweise, ob man das Wetter passt, trocken genug ist. Die müssen verkaufen, das kommt uns zu. Wir können nicht warten, bis es der Preis sich erholt. Das ist anfangs ein bisschen blöd, da brauchen wir Geld. Ne? So, das kleine Feld, ne? Ja, da ist die BGH. Da lohnt man nicht mehr so ganz nicht bei. Dünger wird knapp, du. Aber ich wollte ein bisschen näher gehen. Ich muss ein bisschen, du musst alles beweiden. Jetzt darfst du fahren. Ich halte nur an. So, und dann geht gleich wieder zum nächsten Feld. Ne? Aber das werden wir morgen machen. Also, das wird dann zu viel, zu lang für die Folge. So, ich wünsche allen noch den Rest des Tages noch einen schönen Tag. Hoffe, dass ihr reingerutscht. Noch kurz mal grüßen. Ne? Guten Rutsch für heute. Ja. Und der eine oder andere sicherlich Karte. Ausschlafen angesagt und erholen. So, das soll es schon heute gewesen sein. Tschüss, ciao und dickes Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.